So, mein Gott, was war das, Brü? Das war aber aggressiv und zielgenau daneben geschossen. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Hallo, Team. Voll freundliche Leute und so, boah. Ich habe gesehen, dass ich in der letzten Aufnahme etwas gestreckt war. Das habe ich jetzt verändert. Da habe ich aus Versehen an der Webcam rumgezogen. Dummerweise. Warum smoke wir denn da? Holt sich nicht eine Double? Oh! Hallo, hallo, Mate. Was machst du? Ist du dumm oder was? Was, AVP? Wow! Oh, noch einer Bench. Nice. Ja, jetzt sehe ich wieder normal aus und nicht mehr so merkwürdig gestreckt. Oder gestaucht, weil ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, irgendwas war blöd. Warum sind wir zu viert auf A? Zu fünft? Ich muss auf B gehen. Hallo? Das geht doch so nicht, Mann. Was sind denn das für Taktiken? Na jo, die sind schon auf B drauf. Oh, super geil. Was war da mit den Mates jetzt los? Car. Hier ist low HP am Car. Ah, shit, Mann. Schade. Car ist low HP. Alter, da ist doch immer... Hallo? Also wirklich, Männer. Es hilft dann aber auch nichts, auf irgendeiner Fantasiesprache herumzulabern, mein Freund. Das sind immer die Liebsten, die einfach dann anfangen, in ihrer eigenen Sprache zu sprechen. Englisch ist das, was man hier spricht, Männer. Hey, wir spielen mit Dumba zusammen. Aha. Der soll gerade mal in die Dumbabler-Legion kommen, hallo? Dumbass, come in the Dumbabler-Legion. Come on, do. Der eine macht so eine Hektik. Go, ey, I stay B, weißt du jetzt? Mal Connector. Ich habe gerade kurz davor geguckt, niemand ist da. Dann bin ich am Labern, dann kommt jemand auch gerade. Einer hat angesagt, Steps in Palace und er sofort. Okay, okay, I stay B, go away, go away, oh. Jetzt kommen sie auf B, naja. Warum macht er so eine extreme Hektik und warum wird er nicht einfach Lucky getroffen? What the fuck? Ich darf nicht vergessen, auf welcher Elo ich spiele. Ich möchte endlich geprimed sein, Männer. Connector, Connector. Die haben den komplett eingekesselt und er stirbt nicht. Ah. Auf, komm, easy peasy, lemon squeezy, mein Palace Steps. These two Palace. Oh, krass, wie die sich aufteilen. Da wäre jetzt noch von Connector gekommen. Ich will jetzt richtig durchschwitzen. Ich will 30 Kills haben. Minimum. Ja, ist auf B was drauf, Männer? Ah, ah, ah. Schaut es da. Lass mal das unspawnen. Shit. Komm schon, leg ihn, leg ihn. Orange, du kannst es. Oh, fuck, Orange! Schade, Mann, er wollte gerade die AK aufheben. Shit. Aber er war auch nicht sichtbar, ne? Er guckt sich um, niemand da, er guckt runter, auf einmal steht er vor ihm. Die verschieben zu schnell. Was ist hier los? Die gehen dann alle hin. Ja, ich stay, ey. Alleine, dankeschön. Guck's dir an. Weißt du, die gehen irgendwo hin und faken und die Jungs sofort. Wir müssen da hin. Ah, ich weiß was, ich geh mal T. Dass ich nicht Palace und Ding gucken muss, weißt du? Der hat's echt versucht. Wir haben nur noch 15 Sekunden Zeit. Er hätte uns alle drei killen müssen. Fuck, fuck, fuck. Nein! Über mir ist einer. Oh Gott. Er ist on-spot. Oh Gott! Nein, 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 nein. Fucking time. Der eine war schon on-spot. Der ist durch meinen Molly durch und ist einfach runtergesprungen. Krass. Nein, Mate! Nice. On-spot down. Oh shit, Mann. Ja, da gibt es dann bald eine nette Gelegenheit. Ihr wisst ja, ich bin bei Skin Baron Partner. Der Link ist hier unten in der Beschreibung. Über Skin Baron könnt ihr eure Skins für echt Geld verkaufen. Und natürlich könnt ihr da auch Skins kaufen, wenn ihr das wollt. Um es mal wieder erwähnt zu haben, nicht wahr? Boah, die Post schon wieder, was? Wer macht denn sowas? Mensch, sowas macht doch niemand. Nein! Danke, Dumbatz. Oh! Oh! Krass, Mann, ich hätte die ganze Zeit mal nachladen sollen, nicht dumm dünn. So, wenn sie jetzt kommen, dürfen sie am laufenden Band fallen. Wir hätten eigentlich schon längst, wir hätten eigentlich Ultra in Führung stehen müssen. One Kitchen, half HP. Man kann halt nicht immer gewinnen, ne? Man muss noch die anderen verlieren, ganz klar. Achso, ich habe jetzt übrigens im Livestream auch den Typee Top Donator eingefügt. Also im Livestream sieht man jetzt auch, wenn jemand über Pay Safe Card oder über, wie man da halt noch spenden kann, spendet. Dieser jemand wird jetzt extra angezeigt. So wie der von PayPal eben. Beziehungsweise Streamlabs, was man die ganze Zeit gesehen hat, ist eben, glaube ich, nur PayPal und Kreditkarte und Typee alles andere. Oh, da ist er ja, da ist er ja. Got it, bitches! Ach shit, jetzt habe ich wieder zwei Flashes und keine Nade. Egal, 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 egal. Damit muss ich auch mal klarkommen. Denn auch als Profi musst du mal mit zwei Flashes spielen können. Ne? Das ist natürlich nicht normal, aber mal muss es gehen. Wie sieht's hier aus? Ist hier alles frei? Wirklich? Weißt du, bei denen weiß man nie so genau. Bombe ist still down, oder? Was labert der, Mann? Ich sag doch extra, Bombe war hier down. Die letzten zwei waren auf Mitte. Wie soll er rangekommen sein? Nice! Da hat er ihn noch geholt. Sehr schön. Ich denke, das wird jetzt ja ein schöner Win. Es fühlt sich auch überhaupt nicht so an, als wenn irgendwas unleashed wäre oder so. Es ist wirklich ein angenehmes Spiel, trotz No Prime. Komm her. Unter mir ist einer raus. Gott, Purple, kannst du bitte rangehen? They're on A now, please.
Ja, scheiße, Mann, wenn ich mich umdrehen will. Was ist denn mit den Mates los? Wo stand der denn? Auf B oder was? Oh mein Gott, drei in einer Reihe. Schade. Wisst ihr, das ist zum Beispiel nicht schlimm, dieses Veraim. Aber so ein Fail wie das gerade eben, ich sag an, T-Stairs, many steps, sie sind jetzt auf A. Und der eine steht einfach nur hinten, ganz, ganz hinten bei Stairs oder Jungle oder wo aber. Man hätte die easy wegflanken können von A aus. Hat aber nicht gemerkt, der Boy. It's B. Sind da auch wirklich alle Leute? Oder sind da zumindest drei? Wir sagen schon bei einem, it's B. Okay, es ist wirklich B. Chill. Oh, danke schön. Die Herren sind wohl sehr reich, dass sie ihre Waffen rumschmeißen und liegen lassen. Mehmet, geh zum Geschirr. Oh Mann, das sind echt Labertaschen, hey. Ich habe mich noch nie mit einem Mate über diese Sprachfunktion unterhalten. Auf Deutsch. Und auch nicht auf Englisch. Orange, komm ein bisschen ran. Shotgun hit. One window. Shot is down. Ha! Was sind eigentlich eure Uprank-Strategien? Spielt ihr einfach oft, um gut zu sein, aber eher alleine? Oder spielt ihr oft, um gut zu werden mit den Mates? Oder spielt ihr an sich einfach nur immer mal wieder, aber dann schon mit Mates? Oder alleine? Ja, da ist ja noch einer! Oh mein Gott, ist low HP. Scheiße, was war denn das? Also, mein Gott, was war das, bruh? Das war aber aggressiv und zielgenau daneben geschossen. Komm jetzt nochmal auf B mit Hass. Ah, ich glaube, sie wollen A gehen. Naja. Aber mit Hass! Ach, Flash, Mann. Die war ja wirklich schön in mein Face. Der war hier irgendwo. Das ist doch echt ein gemütlicher Sieg, oder? Schön auf Level 21 hoch, ne? Zack, mit einem Spiel. Was schätzt ihr, wie lange man ungefähr braucht, wenn man durchgehend spielen würde, bis man von 0 auf Level 21 kommt, hier in CSGO? Das Level, ab dem man eben dann Prime bekommen kann, wenn man die Handygeschichte und so weiter und so fort dann macht. 1, 2, 3. Gut. Playtime, wir waren 3 gegen 1. Also ich meine, klar, soll man da nicht rangehen, zwingend, aber... Hat er dem jetzt echt eine P90 gegeben für den AWP-Drop? Was ist das für ein Bastard? Obwohl er genug Geld hat. Connect the one, he's coming. Alter, meine Ansagen. Ist abnormal. So. Da hab ich den AWP-Ler gerade nochmal gerettet, nicht wahr? So sieht's nämlich aus. Noch einer! One window last. So, noch 2 Runden und dann ist der Sieg drin. Verstehst du? Ich denke, da bin ich vielleicht schon Level up oder kurz davor. Was war das da? Oh, er ist echt underpass. Alles klar. Dann gehe ich mal auf B und schaue, ob ich noch was abstauben kann. Ja? Er ist hier vorne in dem Gang. Ja! Da habe ich ihn noch geholt, den Zachary, Mann. Bei 0,5 Sekunden. Boom. Na, immerhin 26. Was wollte ich haben? 30, ne? Fuck, Mann. Aber tatsächlich kurz vor Level up. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Oh, what the... Wie oft bekommt man diesen Weekly Bonus? Ich habe jetzt das zweite Mal bekommen. Ich habe jetzt 2 Spiele hintereinander gemacht. Naja, soweit so gut. Ihr könnt jetzt auch gerne nochmal sagen, was ihr zu dieser Facecam sagt. Außer ihr habt das im letzten Video schon gemacht. Dann könnt ihr es auch wiederholen, wenn ihr wollt. Also nicht Facecam, sondern der Rahmen. Ob ich den machen lassen, verändern soll. Oder wie auch immer. Vielen Dank für die Unterstützung, Boys and Girls. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.